Thema Haarausfall ist was, wo meine Patienten sich sehr häufig mit an mich wenden, was auch häufig einfach belastend wirkt für die Menschen. Es gibt einen Spruch von einem amerikanischen Schauspieler: Das wirksamste Mittel gegen Haarausfall ist eine Glatze. Kann man machen, muss man aber nicht. Für mich wäre das jetzt keine Option, die in Frage käme. Ich mag meine Haare ganz gerne und würde nicht auf die Idee kommen, mir tatsächlich jetzt eine Glatze schneiden zu lassen, um den Haarausfall irgendwie zu kaschieren. Also ich denke, wir greifen da auf andere Methoden zurück. Haarausfall an sich, was ist das jetzt überhaupt? Man sagt, als Haarausfall definiert man, wenn man mehr als 100 Haare pro Tag verliert. Wie will ich das feststellen? Sicherlich ist es schwierig, das festzustellen. Kein Mensch wird sich hinstellen und tatsächlich seine Haare zählen. Zumindest wünsche ich mir das von Herzen, dass Sie nicht anfangen, Ihre Haare zu zählen, die Ihnen ausfallen. Das wäre ein zusätzlicher Stressfaktor, der sicherlich nicht hilfreich ist. Ich denke, bei Haarausfall ist es einfach wichtig, dass wir entscheiden, wie geht's mir damit. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe das Gefühl, mein Haar wird lichter, ich verliere zu viele Haare, ich fühle mich nicht mehr wohl mit meinen Haaren, dann ist sicherlich ein guter Punkt, da einfach anzusetzen und zu gucken, was kann ich jetzt tatsächlich dagegen tun. Wir müssen uns, denke ich, zunächst die Ursachen von Haarausfall anschauen, weil ich zumindest bin der Meinung, dass es grundsätzlich immer ganz sinnvoll ist, die Ursache natürlich zu behandeln und nicht nur am Problem rumzuschrauben. Was haben wir an Ursachen? Hormonelle Ursachen sind ein häufiges Problem, was das Thema Haarausfall begünstigt. Gerade in Zeiten von hormonellen Umstellungen, wie zum Beispiel Pubertät, Schwangerschaft, Stillzeit, Wechseljahre, da ist es einfach häufig so, dass der Haarausfall zum Thema wird. Da jetzt die Hormone zu verändern, halte ich wiederum nicht für besonders brauchbar, weil wir ja diese, ich sage jetzt mal, neue hormonelle Situation in dem Moment tatsächlich auch haben wollen und brauchen. Die zweite Ursache, die Haarausfall auslösen könnte, wäre zum Beispiel ein Mineralstoffmangel, der auch in unserer Zeit, wo wir eigentlich eher das Problem der Überernährung haben, doch recht häufig vorkommt, häufiger als wir uns vielleicht vorstellen könnten. Das heißt, das wäre was, wo ich auf jeden Fall an die Ursache rangehen würde, also den Mineralstoffmangel behandeln, natürlich gut auch von außen Mineralstoffe direkt dem Haar zuzuführen. Andere Krankheiten verschiedenster Art können natürlich auch eine Ursache für den Haarausfall sein, aber das würde jetzt einfach zu weit führen, die jetzt alle noch aufzulisten. Wir haben viele Möglichkeiten, etwas gegen den Haarausfall zu tun auf der naturheilkundlichen Ebene. Ein ganz einfaches, in meinen Augen auch alltagstaugliches Mittel ist, dass man die Haare einfach ordentlich bürstet mit 100 Bürstenstrichen am Tag. Dann haben wir verschiedene Hausmittel zur Verfügung, zum Beispiel Waschungen mit Bier oder auch mit Kaffee sind wunderbare Möglichkeiten. Und wir haben verschiedene Heilpflanzen zur Verfügung. Das wäre zum Beispiel der Schachtelhalm, die Brennnessel oder auch die Klette. Lavaerde ist auch ein gutes Mittel, um das unterstützend bei Haarausfall einzusetzen in Form von Waschungen oder auch von Kurpackungen.